habt wahrscheinlich jetzt schon so lange darauf gewartet, dass viele von euch schon wieder drauf vergessen haben. Es ist noch was ausständig und zwar mehrere Dinge. Einerseits müssen wir natürlich wieder mal mit unseren 9-Volt-Eisenbahnen fahren. Stimmt. Andererseits gibt es noch ein Lego-Set oder besser gesagt ein Mock von uns, welches wir jetzt schon sehr lange in der Stadt platziert haben, aber bis dato immer nur ganz kurz mit der Kamera vorbeigesneakt sind. Wie konnte das passieren? Rita ist auch ganz entsetzt. Ich fokussiere mal auf sie, schauen wir mal, ob das geht. Also sie ist auch nicht zufrieden mit unserer Arbeit. Wir holen es auf jeden Fall heute nach. Also entschuldigt uns bitte. Es ist unser Lego Zoo. Ja. Ich schwenke jetzt mal die Kamera, damit ihr nicht mich seht, sondern Rita und den Zoo. Ja. Und wir dürfen hier also in unserem eher neueren Stadtteil, hier rechts ist das Stadtzentrum mit dem ganzen Zeugs und hier in der Nachbarschaft, momentan vom Arkham Asylum und auch der Newberry Schule, hat sich hier und in der Mitte Pizzeria, die Pizzeria, ja, da haben wir auch noch etwas zu berichten, aber dazu später mehr, haben wir hier den Zoo platziert. Ich filme jetzt mal kurz die Frontseite und erzähle euch ein bisschen was dazu und Rita wird dann ins Detail gehen. Also, wir haben noch, bevor wir eigentlich mit unserer Lego-Stadt angefangen haben, uns gedacht, wir möchten gerne so ein paar Dinge in unserer Stadt haben. Genau. Darunter war auch ein Zoo und ihr seht es vielleicht oder ihr kennt vielleicht noch den alten Zoo von Jane Briggs. Den haben wir dann ein bisschen angesehen und haben uns gedacht, ja, sowas Ähnliches hätten wir auch gerne. Und interessanterweise hat der gute Cheng jetzt seinen alten Zoo kaputt gemacht, weil er einen neuen baut. Und ja, also wir sehen es jetzt so, was sehr schade ist. Ja, aber ich bin schon gespannt auf den neuen. Der neue wird sicher auch sehr cool, vielleicht noch besser als der alte. Wir haben also das Vermächtnis des Zoos an uns genommen und haben jetzt mehr oder weniger einen Zoo nachgebaut, so im Stil von ihm. Ihr seht schon hier an der Eingangstür parkt ein Safari-Truck. Hier sind Leute, die wollen die Tiger sehen und fotografieren. Der Eingang hier mit dem Schriftzug, hier kann man auch Pizza essen gehen, wenn man mit dem Zoo fertig ist. Und hier ist das Kassenhäuschen. Ich frage mich, wie viel das Ticket kostet. Haben wir die Bewohner noch gar nicht gefragt. Aber es kann nicht zu teuer sein, denn die Schlange ist zum Teil auch noch um einiges länger. Und man geht dann hier durch das Drehkreuz so hinein. Dazu ist auf mehrere Bodenplatten aufgeteilt. Ja. Und ich übergebe jetzt an meine Kollegin, die uns jetzt dann, sie rückt noch gerade etwas zurecht und führt fort. Genau. Also, hier mal von dieser Seite ein kleiner Ausblick über den Zoo. Er besteht aus, sagen wir mal, grob zwei Teilen. Wir haben den quasi den normalen Zoo mit den Außengehegen und dann haben wir noch ein großes Aquarium dazu gebaut. Aber starten wir mal beim Eingang. Beim Eingang geht es natürlich schon wieder ab. Wie könnte es anders sein bei uns? Ihr seht hier zwei Lego-Männchen sind hier gerade in den Zoo hineingekommen mit den roten Kappen und sind entsetzt, denn ein Stinktier läuft hier vorbei und das Stinktier macht sich auf den Weg. Es möchte aus dem Zoo entwischen und eine Zoo-Mitarbeiterin ist aber schon hinterher am Laufen und möchte das Stinktier wieder einfangen. Ich bin gespannt, ob ihr das gelingt. Dann haben wir direkt beim Eingang natürlich auch noch eine Futterstation, genauso eine Art kleines Café. Hier gibt es zum Beispiel Brezen und Eiscreme, ihr seht es hier, und zwei kleine Mädels, die möchten sich hier eine Breze und was anderes vielleicht zur Stärkung noch kaufen. Daneben sind auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Da ist eine Dame mit Sonnenbrille hier, die auch das Zooleben genießt, die Sonne genießt. Ist eine sehr nette Sache.
Weiter geht's dann mit dem Kleingetier. Ich habe jetzt mal kurz eine Taschenlampe geholt, dass wir hier mal kurz ein bisschen reinleuchten können, sonst wird's hier zu dunkel. Genau. Wir haben hier als erstes Schlangen. Da haben wir auch Schlangen aus, ich glaube, Ninjago genommen, die sehr böse aussehen. Oben sind immer die Symbole, was man hier drinnen sieht. Dann sind die Spinnenartigen. Die auch, die ich nicht im Bett haben möchte, muss ich ganz ehrlich sein. da habe ich ja Rita lieber. Dann sind die Skorpione, die haben sogar zwei Gehege, denn es gibt hier verschiedene Arten, die sich untereinander nicht vertragen. Genau. Und dann haben wir noch Frösche, die auch sehr giftig aussehen, denn die bunten sind ja normalerweise die etwas gefährlicheren. Also da wollen wir lieber nicht rein in dieses Gehege. Dann haben wir noch eine Dame, die sich hier über ein Display bückt. Also man sieht da gar nicht, was sie eigentlich ansieht. Hast du eine Ahnung? Ich glaube, das sind Ameisen, weil da ist ja so eine Vergrößerungs-, also eine Lupe. Ich glaube, die sieht sich da vielleicht eine Ameisenfarm an, die hier vergrößert wird. Das kann natürlich sein. Also wer weiß, ja. Dann kommen wir zu unserem mittleren Stück hier vom Zoo. Und das ist eine Art Volär. Ah, super, das Volär war anscheinend zu viel. Unser Akku läuft leider jetzt gerade aus. Deswegen, wir melden uns mit dem Volär gleich wieder. Wir sind wieder da mit einem neuen Akku. Und voller Energie. Und es geht weiter mit diesem Vogelhaus. Ja, wer das Vogelhaus von Jangbricks kennt, der wird das wahrscheinlich auch kennen. Das Design ist einfach grandios und das haben wir uns einfach ein bisschen abschauen müssen. Leider sind ein, zwei dieser Glasteile, dieser Glaspaneele schon ein bisschen milchig geworden. Ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, die wieder schön zu machen, sonst müssen wir da noch ein, zwei austauschen. Aber hier sind allerhand Vögel drinnen. Ich habe schon wilde Papageien gesehen, Aras und Beos. Und Eulen, also ist das nicht etwa Hedwig von Simal? Ich weiß sogar den Namen. Oh mein Gott. Das sind also die Vögel hier bei uns. Also sieht so aus, als wären das wahre Vögelfans hier bei uns, die Besucher. Es geht hier weiter mit einem Pinguin-Gehege. Ja, also ich frage mich zwar, wie die das hinbekommen, dass sie in so einem kleinen Gehege, bitte, wenn ihr vom WWF seid, das ist keine maßstabsgetreue Umsetzung eines Zoos. Natürlich sind die Gehege etwas klein geraten, aber ihr müsst verstehen, wir können da nicht unendlich viele große Gehege bauen. Hier sind auf jeden Fall zwei Pinguine, das gefällt mir sehr gut, hier mit dem vereisten Wasser. Und wer sitzt da noch drinnen? Ja, wieder mal ein Scherz, den sich Rita hier erlaubt hat. Es ist, ich weiß nicht, wie er heißt. Hier ist auch noch eine Robbe und hier ist Niffler, der sich hier verirrt hat und er friert bestimmt sehr. Und hier ist gerade die Zoowärterin, die den hungrigen Tieren ein Fischchen ins Maul wirft. Genau. Dann vielleicht einen kurzen Zwischenstopp hier bei diesem ganz kleinen Gehege. Das ist schwierig, ja. Was ist denn hier drin? Oh, ich weiß. Hier ist ein Chamäleon. Direkt mal eine kleinere Kamera. Ja. Jetzt haben wir es. Genau, ein Chamäleon ist hier drinnen. Fand ich super süß. Ist auch nett, denn sonst wäre hier einfach zu viel Platz über gewesen. Und ich denke mir, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Was mir sehr gefällt, ist, dass hier überall an allen Ecken und Enden erstmals Besucher sind. Hier auch zum Beispiel diese Familie mit dem kleinen Baby. Und es sind auch sehr viele Zoo-Mitarbeiter, zum Beispiel hier bei den Wildkatzen. Ist auch so ein Indiana Jones-Verschnitt, der den Besuchern was erklären will. Es will ihm aber momentan niemand zuhören. Und die Familie mit dem Baby, die haben nur schnell ein Eis gekauft und schauen, dass sie schnell wieder weiterkommen. Denn der gute Kerl weiß zwar viel über die Wildkatzen, aber er redet natürlich auch dementsprechend viel. Ja. Also das haltet man wirklich nicht der aus. Der hört gar nicht mehr auf. Hier sind auf jeden Fall zwei dieser Wildkatzen. Ich weiß gar nicht, sind das Leoparden oder Geparden oder Tiger? Oder vielleicht eine Löwin. Eine Löwin und ein Gepard, glaube ich. Die sind natürlich auch etwas groß für das Gehege.
können wahrscheinlich, wenn sich der eine hier so rauf hieft, sicher auch über die Balustrade drüber kraxeln. Aber ja, jetzt hier haben sie einen Knochen nicht. Und ein bisschen ein Wasserloch, damit sie trinken können. Also das sieht auch sehr gut aus. Sie haben auf jeden Fall schon alles aufgefressen. Dann haben wir hier ein paar Krokos in verschiedenste Farben. Ich finde der ganz linke ist sehr gut getarnt. Den hätte man fast übersehen. Mhm. Genau, und da haben wir eben ein bisschen ein Wasser installiert und auch Land. Also sie können sich aufhalten, wo sie gerade möchten. Auch ein bisschen Bepflanzung und so weiter. Genau. Also wirklich sehr cool. Dann haben wir hier einen Zoo-Animator in Form eines Lamas, der auch sehr nett ist. Ja. Der sorgt bei den kleinen Kindern für gute Stimmung. Er hat auch eine Karotte in der Hand. Hoffentlich wird er nicht von den Wildkatzen hier gefressen. Das könnte natürlich sein. Aber er ist aus der neuen Minifiguren-Serie, wenn ich mich nicht täusche. Und unsere Elefanten, auf die natürlich speziell Christoph auch sehr stolz ist. Können sich kaum umdrehen in ihrem Gehege, aber ja, die Elefanten, da werden wir immer wieder mal gefragt, wieso wir uns die gekauft haben. Es gibt die auch von Duplo, es gibt so tolle nachgebaute Elefanten. Ich weiß es nicht, ich habe sie mal auf die Bricklinker Wanted List gesetzt und es gibt da einen hellen und einen dunklen. Beide kommen nur ein einziges Mal bei Prince of Persia Sets vor. Bei Orient Expedition Sets. Oh. Die Prince of Persia sind die Storche. Nein, nicht die Storche, die Strauße, so wollte ich sagen. Und die Kamele übrigens auch. Die kamen bei den Adventurers Orient Expedition Sets vor. Und ja, ich habe mir gedacht, wir wollen die haben. Sie kosten ungefähr 35 Euro pro Stück. Das ist nicht billig, aber wir haben sie uns gekauft. Es ist ein Männchen und ein Weibchen. Sie verstehen sich sehr gut. Und alle Besucher wollen sie sehen. Also vielleicht wir sind auf jeden Fall zufrieden. Elefantenbabys. Schauen wir mal. Da gibt es, glaube ich, von Friends gibt es Elefantenbabys. Richtig. Aber ich glaube in rosa. Ja. Oder in blau, ob die so gut passen. Auch die Elefanten haben hier ein Wasserloch und sie haben Sand, sie haben Erde, sie haben hier Heu zu fressen, also alles, was ein Elefantenherz begehrt. Und dann kommen wir als allerletztes noch zu unseren nahen Verwandten, und zwar dem Affengehege. Hier sind Affen aller verschiedenen Arten. Ich frage mich zwar auch, wenn der Affe hier so leicht auf den Baum hinaufklettern kann, dass er sich eine Banane holt, dann würde er sicher rauskommen, aber ja, egal. Also hier sind alle möglichen Affen, die sind zum Teil auch von Friends. Ja, und dem geht es ja so gut im Zoo, der möchte ja gar nicht raus vielleicht. Das wird es wahrscheinlich sein. Mit der Riesenbanane. Hier ist auf jeden Fall auch ein Stinktier in diesem Gehege drin. Also ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Sie haben auf jeden Fall Autoreifen zum Klettern, falls ihr das gesehen habt. Und hier ein Netz. Also es sieht wirklich nach einer jede Menge Spaß aus, was sie hier haben. Oh ja. Und ja, ich denke mir auch, wenn ich ein Affe wäre, würde ich auch hier im Zoo in meinem Gehege neben den Elefanten und neben den Ameisen wohnen wollen. Und das ist noch immer nicht alles, meine Lieben. Hier, seht doch mal diesen schönen Durchgang. Da kommen wir quasi zu diesem zweiten Part von unserem Zoo. Und das ist unser wunderschönes Aquarium. Auch wie bei Changbricks gesehen vielleicht. Ja. Mit einem Extra-Ticket können sich die Besucher auch dann hier, ist so eine Art, sieht so aus wie Baron von Baron, der hier mit dem Funkgerät gerade einen Jugendlichen von der Glaswand wegpfeift, da er schon ein paar Mal geklopft hat und das ja nicht erlaubt ist. Also mit einem Extra-Ticket, welches dieser Mann hier kontrolliert, kommt man hier dann auch noch ins Aquarium. Es ist hier eine relativ enge Front, wo man sich die Fische anschauen kann. Hier ein bisschen piratenmäßig gebaut. Rita schaltet uns noch vielleicht die Lampe ein, dass wir etwas besser sehen hier. Also der Zaun ist fast ein bisschen hoch. Das Highlight ist aber auf jeden Fall dieser Glastunnel, wo man hier durch kann. Und zwar kann man hier hineingehen und dann ist man wirklich wie im Atlantis, möchte ich mal sagen. Also auf es jeden ist ein Fall. Aquarium, welches seinesgleichen sucht, alles verglast hier, alle Seiten, außer links und rechts, hier mit so blauen Fliesen. Wir müssen auch sagen, wir haben zum damaligen Zeitpunkt nicht so viele Steine gehabt wie jetzt. Nein. Das war alles noch ein bisschen limitiert. Übrigens, ich habe die jetzt schon weggegeben, hier runtergegeben auf der Seite, damit wir nämlich dann hinten die Wand aufmachen können. Warte mal.
Licht halten und das abbauen ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist so gebaut, dass man hier die hintere Wand abnehmen kann, damit genau. Man besser hineinsieht. Genau. Und ja, hier gibt es Fische aller Art, hier gibt es Krabben, hier gibt es, ich glaube, es ist sogar Sebastian. Ja, hier Sebastian und Fabius von Ariel sind hier und ja, alle möglichen wilden Meeresbewohner. Wir haben versucht, alles so realitätsgetreu wie nur möglich darzustellen mit verschiedenen Korallen, mit Krebsen. Ich glaube, irgendwo ist sogar eine Schatztruhe, also es ist wirklich... Ein ganz ziemlich voll natürlich. Hier ist auch ein Oktopus an der Wand, hier mit diesen Rock-Pieces, hier mit den Steinen. Also es sieht eigentlich wirklich sehr nett aus, müssen wir sagen. Und hier drinnen sind dann auch noch Besucher, wobei der eine gerade hinausgeht. Ich wollte eigentlich hier ganz am Ende auch noch einen haben, der ist nicht drinnen, aber der kommt vielleicht gleich noch. Wir haben gehört, dass das Aquarium ziemlich teuer ist vom Extrapreis, der zu bezahlen ist. Ja. Deswegen sind hier vielleicht nicht so viele drinnen, wie wir gerne Besucher hätten. Was sagst denn du noch zu diesem Aquarium, meine Liebe? Gibt es noch ein Highlight, auf das ich vergessen habe? Nein, ich glaube nicht. Aber ich muss sagen, es gefällt mir wahnsinnig gut. Einfach auch, weil es sehr bunt ist, sehr viele verschiedene Sachen verbaut sind. Zum Beispiel auch dieser Hai ist ganz lustig. Das ist ja eigentlich, glaube ich, nur für eine Minifigur ein... ich weiß gar nicht, aus welchem Set der ist. Was man sich anziehen kann. Vielleicht aus einem Atlantis-Set. Das könnte sein. Keine Ahnung. Kann sehr leicht sein. Genau. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr nette Idee. Genau. Also wie gesagt, meine Lieben, erspart uns bitte den Vergleich mit dem Zoo von Jane Briggs, sowohl dem alten als auch dem neuen. Wir wissen, dass der gute Mann da natürlich ganz was Besonderes geleistet hat. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden mit unserem Zoo, wie er jetzt aussieht. Es war, wie gesagt, das erste Mock, was wir gebaut haben, noch vor dem Einkaufszentrum sogar, mit noch einem ganz anderen Steinearsenal, als wir es jetzt hatten. Wahrscheinlich würden wir ihn jetzt auch noch ein bisschen anders bauen. Und es ist total cool. Wir hatten jetzt schon mehrere Leute hier in der Lego City und die haben sich da alles angesehen. Aber irgendwie bleibt jeder bei dem Zoo stehen, fragt, ob es den von Lego gegeben hat und was das soll und dass die Tiere so nett aussehen. Also wir sind da eigentlich immer ganz zufrieden. Und auch ich, wenn ich hier vorbeigehe, ich schaue natürlich hier auf die Gleise, wenn wieder mal ein neuer Voltzug fährt und auch auf die Monorail-Schienen, denn... eine Monorail fahren lassen, die kann man nie wegschauen, das ist ganz klar, aber auch der Zoo ist sehr cool. Und ihr wisst ja, wenn man ein Zoo-Ticket löst, kann man am selben Abend noch in dieses italienische Restaurant dort unten gehen und bekommt dann 10% Ermäßigung auf seine Pizza. Das ist natürlich ein Angebot. Das ist super. Ja. Wir haben sogar noch ein paar extra Tierchen, also vielleicht erweitern wir den Zoo noch ein bisschen. Es gibt da noch allerhand Eisbären und ja, Dinosaurier, okay, die würde ich jetzt nicht unbedingt in den Zoo geben, aber noch Papageien. Also schreibt uns in die Kommentare, was auf jeden Fall eurer Meinung nach noch im Zoo fehlen würde. Und dann würde ich sagen, ich fahre jetzt noch eine Runde Monorail, denn auf das freue ich mich schon das ganze Video. Auf den Zoo dann hinunterschauen in der Monorail. Und dann sehe ich genau, wenn die Monorail hier vorbeifahrt, direkt auf den Zoo runter. Da spart man sich dann eigentlich das Ticket. Super, da fährt man einfach 50 Mal hin und her, dann hat man alles gesehen. Eine Tageskarte für, keine Ahnung, 4-5 Euro und man kann so oft... Man sieht dann sogar das Aquarium von oben. Seht euch das mal an. Ist das nicht cool? Dann gibt's, noch viel besser. Dann gibt es aber keine Pizza. Die Pizza um 10% gibt es nicht, aber macht nichts. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt brav und wir sehen uns. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.